Gut, gehen wir jetzt hier zu diesem Kabel hin. Und da liegt wer drunter. Vielleicht dann direkt mal Crusher hier anwählen. Anyone caught under that heavy cable when it fell could be seriously hurt. Ja. Eingeklemmte Frau. Her legs are probably broken and I think she's in shock, but I'd have to take a closer look to be sure. Dann mach das mal mit dem medizinischen Tricorder. She's got multiple fractures in both legs. The bones in the lower part of her left leg are shattered. She's in shock and there's some internal bleeding. Das klingt nicht so gut. All things considered, she's very lucky. I can take care of the worst of her injuries here, but I'd like to get her to sickbay. Okay, Medikit haben wir auch noch. Versuchen wir das mal anzuwenden auf die eingeklemmte Frau, wenn du da nicht im Weg stehen würdest. So, jetzt. I can't do anything for her until we get that cable out of the way. Das Kabel ist also im Weg, okay. Data, kannst vielleicht. Oops. It appears to be a high capacity data transfer cable. The cable cannot be moved without risk of further injury. Okay, das leuchtet ein. Riker wollte vorhin da und die Phaser benutzen. Also versuchen wir jetzt mal, das wegzuschneiden von oben. I can't cut any closer without endangering her. Ja, jetzt hat's da so einen Spalt drin. Jetzt muss ich kurz schauen, ob Crusher sie jetzt schon behandeln kann. Scheint so. I can't do anything for her until we get that cable out of the way. Also es muss trotzdem noch irgendwie wegbringen. Mal schauen, also und wegnehmen dürfen wir sie trotzdem nicht. The cable cannot be moved without risk of further injury. Genau. Aber jetzt waren wir vorhin bei einem Transporter, der zwar, den wir nicht verwenden sollten, um jetzt die Frau wegzubeamen, aber also überhaupt keine lebenden Sachen, aber oder komplizierte Objekte hieß es. Aber dieses Kabel. Readings indicate that this data transfer line was struck by a high energy phased plasma beam. Das Kabel müssten wir eigentlich wegbeamen können. Ich hoffe, ich habe jetzt die Koordinaten schon irgendwie gespeichert. Ja, am besten kann ich nicht nochmal zurücklaufen, falls ich sie nicht habe. Speichere ich hier nochmal kurz. Jetzt zurück zum Transporter. Die Laufwege kann man leider nicht abkürzen, wird sie modern oder Rangers mit. Oder kann man doch? Glaube nicht. Mit Doppelklick. Nee, muss man warten, bis sie ankommen. So, wie machen wir das jetzt? I see no way of using this with that object. Ah, das war der medizinische Tricorder, sollte ich sowieso nicht. The energy flow to this transporter is unstable. I am reading large fluctuation. Das wissen wir bereits. Muss ich kurz schauen, ich glaube. Ah, genau, okay. Also jetzt kann ich ein Ziel wählen, nämlich das Datenkabel. Eigentlich dachte ich, ich kann auch die Frau wählen und das ginge dann einfach schief, aber scheinbar geht das gar nicht. Koordinaten eingestellt, Energie. Und schon ist das Kabel hier. Muss ich auch nochmal anschauen. Intriguing. Absolut. No unusual reading. Ja, okay, das ist jetzt nur noch Dekoration sozusagen. Das ist der Ausgang da. So, dann zurück zu der Frau. Die braucht jetzt unsere Behandlung, oder die von Dr. Crusher besser gesagt. Crusher, nimm dein Medikit und behandle sie. That takes care of the worst of her injuries. She's coming around now. Gut.
So, dann wird Riker sie mal bequatschen. How do you feel? I'll manage. You're from Starfleet, aren't you? Yes, we're from the Enterprise. We just arrived. Thank goodness you're here. I'm Anna Bennett, Chief Medical Officer. Listen, we've got a lot of wounded here. How many can you evacuate? We can get everyone, but not until we lower the shield. We can't do that until we stabilize or jettison the power core. Was ist denn hier geschehen? What happened here? We were attacked, but I don't know who or what it was. I was headed for sickbay when something struck the hull and tore this cable loose. Do you have any guesses who might have done this? Was there any warning? We never knew what hit us. There was an initial attack which lasted maybe 10 minutes. Later there was a hull breach and the power systems went crazy. I don't remember anything after that. I passed out. What did you mean when you said the power systems went crazy? It's this insane experiment Dr. Greems and some of the other researchers put in place. A revolutionary power source. It's unstable enough to begin with. After sustaining damage like this, who knows what it'll do? We've been reading some large power fluctuations. Is that normal? How should I know? Those maniacs. You know what they've got down there? They plug the biggest research station in the quadrant into a singularity, a black hole. Then why the energy fluctuations? Singularity-driven power sources are usually stable. Greems came up with some scheme to increase the energy output. Something about gravity waves. I don't know all the details, but it involved destabilizing the containment field. Sprich mit doch gleich die restlichen Sachen auch noch an. Wie fühlen Sie sich? How are you feeling? I've been better, but I think I'm all right for now. Thanks again for your help. Where are the rest of the station personnel? Most of them probably escaped when Commander Wilde gave the order to evacuate after the first attack. But I know many are trapped and can't reach the shuttle bays. We'll be back to check on you later. Right now, we've got to stop the core breach if we can. All right. I think I'll be fine for now. Gut. Jawohl, also die haben wir jetzt soweit stabilisiert. Rausbeamen können wir sie ja nicht, weil die Schilde noch der Station noch oben sind. Also werden wir jetzt mal versuchen, den Kern zu stabilisieren oder, wenn es dann halt nicht geht, abzuwerfen. With all the damage this station suffered, I'm surprised it's still holding together. At least this turbolift still works. The experimental power core must produce tremendous amounts of energy. I'd sure like to get a look at that power core. Just one of these conduits could handle the entire energy output of the Enterprise. Das muss man sich mal vorstellen. Readings show massive Scan. Fluctuations. Steg, hört's noch ein Steg? I don't see anything special. Kommt man da hoch? It didn't. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass man da hochkommt, aber nee, sieht nicht so aus. Einfach da hinten geht's weiter. Ja, dann nehmen wir den Turbolift. Verwaltung, Maschinenraum. Gute Frage. Eigentlich ja eher Maschinenraum. Ja, nehmen wir mal Maschinenraum. Amazing. It's using a plasma suspension beam to draw energy straight out of the main conduits. Ja, dieses komische Ding, diese unbekannte Maschine ist da gemeint. Mal scannen. Unbekannt. Masse. Haben
Zusammensetzung. Wasser, kristallin, sogar eine unidentifizierte Komponente oder mehrere sogar. Analyse, Gegenstand sind natürlich vorkommende interplanetare Trümmer. Gut. It's... Wait a minute. I had readings of neutronium hull and internal energy, but now all I can pick up are natural elements. Aha. It's sending false readings to our tricorders. It's like a chameleon. It disguises itself perfectly. If we weren't here to see it, we'd never know it was here. It could probably fool our ship sensors just as easily.